Wenn wir uns also darüber einig sind, meine Freunde, dass die klassischen Zentren eines lebenswerten Lebens wie die Schweiz, Liechtenstein, Monaco, Andorra und San Marino nicht mehr in Frage kommen, weil aus wirtschaftlichen, politischen und strategischen Gründen ganz Europa allmählich abgeschrieben werden muss, wenn aus naheliegenden Gründen die Sowjetunion mit ihren Einflussgebieten außerhalb jeder Diskussion steht, so fragen wir uns doch heute mit Recht, meine lieben Freunde, wo ist in dieser Welt, die ja täglich kleiner wird, für den abendländischen Menschen ein wirklich lebenswertes Leben überhaupt möglich? Auf dem schwarzen Kontinent vielleicht? Ganz Afrika ist ein Chaos. Mittel- und Südamerika. Die ganze Region sitzt auf einem Pulverfass. Ganz Asien ist verdreckt, verlaust, übervölkert. Australien und Neuseeland vielleicht. Das ist weit, weit weg. So bleiben außer den USA und Kanada, wo wir immerhin Steuersätze bis zu 60% vorfinden. Grönland ist ein Lösungsfall. Einige wenige glückliche Inseln, auf die wir heute Abend unsere ganze Aufmerksamkeit richten wollen. Tonbildschau bitte. Die Bermudas, Steuerparadies auf halbem Weg in die Karibik. Inmitten des warmen und sonnigen Teils des Atlantiks erwartet uns hier eine zauberhafte und gepflegte Insel mit herrlichen Stränden und einer üppigen Vegetation. Gastfreundschaft, Toleranz und Freundlichkeit der Bevölkerung werden hier noch groß geschrieben.